Wenn Rauchschwaden über den Breitenbrunner Marktplatz ziehen, dann ist Tillifest. Zwei Tage lang ließ die Gemeinde die Zeit des bekannten Feldherrn wieder auferstehen und stellte dabei mit jeder Menge Kanonendonner und Kampfgeschrei die kriegerischen Auseinandersetzungen nach. Zum Beispiel den Moment, als die Schweden in Breitenbrunn einfielen und der Ort von kaiserlichen Truppen und Söldnern verteidigt wurde. Letztendlich siegten die Angreifer und sie konnten an die Bevölkerung Ansprüche stellen. Die Schweden haben ihre Kontributionsforderung ja vorgetragen und haben enorm viel Essen verlangt oder auch Lebensmittel allgemein, um im Krieg weiterziehen zu können. Die Bevölkerung litt darunter natürlich in dem Sinn, dass sie selber sehr wenig hatten zu essen und auch zur Versorgung allgemein. Und jetzt heißt es, das Ganze aufzutreiben, was die Schweden fordern, und heute Abend zur 9. Stunde dann den Schweden zu übergeben. Mit Breitenbrunn verbindet Graf Tilly vor allem die Tatsache, dass der weitgereiste Kriegsherr hier ein Lehen vom Kurfürsten Maximilian I. bekam. Im Alter von 65 Jahren wurde er zum ersten Mal sesshaft, bekam in der Region so etwas wie eine Heimat. Noch heute finden sich in der Gegend Spuren von Tilly. Zum Beispiel eine Rosenkranzbruderschaft, die er gestiftet hat, die es noch immer gibt, auch, die auch im Oktober, jeden zweiten Sonntag im Oktober gefeiert und zelebriert wird mit einem Umzug. Dann hat er zahlreiche Gebäude und Bauten Breitenbrunn gestiftet bzw. errichtet. Und auch seine Nachfahren haben noch weit gewirkt in Breitenbrunn. Spürbar ist es zum Beispiel noch in Straßennamen oder auch das Rathaus selber ist ja das Tilly-Schloss. Im Rahmen des zweitägigen Festes gibt es auch immer wieder geselliges Beisammensein und Unterhaltung. Trotz allem dürfen die Organisatoren nicht außer Acht lassen, dass sie hier letztendlich eine Zeit lebendig werden lassen, in der viel Blut floss. Das ist mit dem nötigen Respekt zu inszenieren. Das ist genau der Spagat, den wir oft machen müssen. Der ist auch gar nicht einfach. Wir weisen auch immer darauf hin, dass es hier alles Schauspiel ist. Also das ist nur gespielt, die Leute stehen wieder auf. Es gibt keine Toten natürlich, auch keine Verletzten. Das ist ganz schwierig zu machen, aber ich denke, es ist uns die letzten Jahre immer besser gelungen, das auch darzustellen. In diesem Jahr fand das Tillyfest übrigens zum 31. Mal statt. Und damit existiert es ein Jahr länger als der Krieg, an den es erinnert.